Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Stiere, Jungfrauen und Steinböcke zu eurem Reading aus dem Tarot für die zweite Dezemberhälfte. Ja, meine Lieben, ganz ehrlich vorneweg, manchmal bin ich wirklich am Überlegen, ob ich Verlegung nochmal machen soll oder nicht. Ich mach's dann nie, ja. Ich habe das in vielen meinen Videos gesagt, ich mache nie eine Legung zum zweiten Mal. Das heißt, wenn ich die Karten habe, dann mache ich das Beste draus. Aber diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir schwer. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr positive Readings für die Erdzeichen. Aber wie ihr wisst oder wer meine Legungen kennt, weiß, ich frage immer nach der Energie, die jetzt in meine Resonanzgruppe soll, die für diejenigen von euch auch tatsächlich wichtig ist, ja, die etwas erleben, ich sag mal, wo sie einfach Unterstützung brauchen, ja. Wenn du jetzt also Erdzeichen bist und dir geht's momentan sehr, sehr gut, ja, dann dürftest du mit dieser Legung vielleicht nicht in Resonanz gehen oder spüren, das ist diesmal nicht für mich. Dann schau dir gerne die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, die könnte dann diesmal wirklich stimmiger sein, ja, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. Ich sage in einer kurzen Zusammenfassung, es geht in diesem Reading um einen Abschied, den du nehmen musst. Also der Tenor von diesem Reading ist, du triffst eine Entscheidung in deinem Leben, wo du etwas zurücklassen musst, was dir aber sehr viel bedeutet, sehr am Herzen liegt. Das ist der Tenor dieses Readings. Ich habe aus dem Rider-Waite-Tarot, ja, das ist, oh, da habe ich ja vergessen, eine Karte aufzudecken. Ja, wahrscheinlich die 5 Kelche. Ist ja auch keine, die man unbedingt aufdecken muss, ja. Ich habe die Hauptlegung aus dem Rider-Waite gemacht. Die Karten sind die hier aufgedeckt. Und erstaunlicherweise wollte immer nur eine Karte fallen. Und deswegen habe ich mich dann aber speziell jetzt bei dieser Legung wirklich entschlossen, aus dem Crystal Vision Tarot zu jeder Karte eine Klärungskarte zu ziehen, weil es wirklich nicht einfach war, das Reading zu deuten. Ich versuche es jetzt, euch in den Gesamtzusammenhang zu bringen. Ich habe eine Meditation über der Legung gemacht. Ich habe mir wirklich viel Zeit genommen. Ich bin aber trotzdem auf deine Mithilfe angewiesen. Ja, du musst jetzt einfach gucken, wie das auf deine Situation passen könnte. In der Hauptenergie geht es für dich tatsächlich darum, etwas zurückzulassen. Die 3 Stäbe, die stehen für einen Neubeginn, die implizieren aber für mich immer, dass man der Vergangenheit den Rücken kehrt. Ja, du siehst ja auch diesen Mann, wir sehen ihn nur von hinten dargestellt, der blickt in die Ferne. Und das ist wirklich schon mal die Überschrift von diesem gesamten Reading. Du könntest zum Jahresende hin vor eine Entscheidung gestellt werden, du könntest herausgefordert werden, eine schwierige Situation hinter dir zu lassen, zu bereinigen, etwas zurückzulassen, so nehme ich das wahr, im Verbund jetzt mit allen Karten. Und dazu passt natürlich diese Gesamtenergie. Du kehrst etwas den Rücken zu. Und ich habe dann gleich um eine Klärungskarte gebeten und da fällt das Ass der Schwerter. Ja, da geht es um die Wahrheit und da geht es um Klarheit in deiner Entscheidung. Was jetzt zu diesem gesamten Reading passen würde, es könnte sein, dass in deinem Leben eine Wahrheit zutage kommt, ja, dass etwas ans Licht kommt, das dich dann dazu veranlasst, dich auf einen neuen Weg zu machen. Das könnte sein, ja, greife ich gleich mal vorne weg. Es könnte aber auch sein, dass du wirklich in deine eigene Wahrheit findest. Das passt ja auch sehr gut zu der Energie jetzt im Kollektiv, auch mit diesem Vollmond im Zeichen der Zwillinge, der jetzt stattgefunden hat, dass es darum geht, für dich authentisch zu werden, für dich einzustehen, ja, und dich vielleicht aus einer Situation, aus einer Lebenssituation zu lösen, weil du für dich einstehst, weil du sagst, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und dabei aber auch vielleicht etwas hinter dir lassen musst, etwas zurücklassen musst, was zunächst mal schmerzhaft ist. Also das liegt hier als Hauptenergie. Es geht um eine Entscheidung.
Ich möchte euch, weil ich ja immer noch die Unterseiten des Decks zeige und zum Schluss immer sage, das ist so insgesamt mit dieser Hauptenergie ja die Überschrift von dem Reading. Und deshalb möchte ich euch gleich die Unterseiten des Decks zeigen. Wie gesagt, ist heute hier alles ein bisschen anders in diesem Reading. Im Rider-Waite liegen die zwei Münzen. Und das ist ja eine Karte, ja, bei der es um Entscheidungen geht. Es könnte sein, dass du jetzt im Dezember abwägst, ja, was zählt für dich im Leben, was ist dir wichtig, was lässt du zurück, wo möchtest du hin? All diese Impulse kamen mir da in der Meditation. Ich fühle dich so ein bisschen zerrissen. Du weißt eigentlich, wo du hin möchtest, weißt aber gleichzeitig, dass du auf diesem Weg etwas zurücklassen musst. So kommt es mir vor. Entschuldigt bitte, ich bin immer noch nicht ganz wieder fit, aber allmählich wird's. Jetzt ist aber das Erstaunliche an der Unterseite, ich lasse es mal hier liegen, an der Unterseite des Crystal Vision Decks liegt auch eine Entscheidungskarte, und zwar die Liebenden. Große Arcana-Karte im Tarot, die zum Ausdruck bringt, dass zwei Menschen, die eigentlich füreinander bestimmt sind, ja, also das ist die eine der Seelenpartnerkarten im Deck, noch nicht zusammengefunden haben oder für diese Zusammenkunft, ja, tatsächlich eine ganz klare Entscheidung nötig ist, die liegt ja hier auch direkt mit dem Ass der Schwerter, die bedeutet, also diese Entscheidung beinhaltet, dass du wirklich für das, was du fühlst, für das, was dein Herz dir sagt, einstehst und dann deine Entscheidung auch klar gegen eventuelle Anfeindungen im Außen, gegen alles, was da, ich sag mal, im Weg stehen könnte, verteidigst. Ja? Also sehr, sehr interessant, diese Gesamtenergie aus den beiden Unterseiten und diesen beiden Karten umschreibt alle anderen Karten, die hier gefallen sind. Es geht um eine Entscheidung, die du treffen musst. Du folgst bei dieser Entscheidung deinem Herzen, aber du musst auch etwas zurücklassen und das tut erstmal weh. So könnte ich das ganze Reading eigentlich jetzt schon zusammenfassen. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Karten an. Hier auf der Position frage ich, aus welcher Energie kommst du jetzt aus dieser ersten Dezemberhälfte? Und da liegt der Magier, auch große Arcana-Karte, stellvertretend für einen Neubeginn in deinem Leben. Du scheinst dich also bereits jetzt im Dezember mit dem Gedanken befasst zu haben, wirklich einen neuen Weg zu beschreiten. Vielleicht bist du auch bereits auf einem neuen Weg, ja? Und im Grunde, das zeigt dir der Magier, hast du auch alle Voraussetzungen dafür, ja? Der Magier hat hier den Stab, der hat den Kelch, der hat das Schwert und die Münze. Der hat alle Elemente um sich vereint, zusätzlich auch die Unterstützung der göttlichen Führung. Deswegen sehen wir hier die liegende Acht über seinem Kopf. Und damit spüre ich, dass du dir durchaus darüber bewusst bist, dass ein Neubeginn in deinem Leben für dich möglich ist. Und ich habe dann mal gefragt, um was könnte es hier gehen? Und da ist aus dem Crystal Vision sind die sieben Schwerter gefallen. Das ist die Karte im Rider-Waite, ist es dieser Dieb, der sich so davon stehlt. Das ist eine Karte, die für Lügen stehen, die für Betrug stehen, die dafür stehen, sich aus einer Situation davon zu stehlen oder aber auch sich in einer Lebenssituation etwas vorzumachen. Ja? Also das heißt, für mich zeigen diese Karten, dass du natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Gesamtenergie, tatsächlich immer mehr in deine Authentizität gelangst, für das einstehst, was du tatsächlich möchtest in deinem Leben und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fake-Situationen, also Situationen, in denen du eine Maske getragen hast, ja, in denen du nicht deine Wahrheit lebst oder gelebt hast, hinter dir lassen möchtest. Das ist die klare Botschaft. Darum scheint es bei dir jetzt im Dezember schon gegangen zu sein. Ja, wirklich für dich einzustehen, vielleicht auch immer wieder in den Rückzug zu gehen, in dich hineinzuspüren, was möchte ich eigentlich im Leben? Und du bist scheinbar zu der Überzeugung gekommen, dass es für dich wichtig ist, dich auf einen neuen Weg zu begeben, um bestimmte Situationen in deinem Leben, die für dich nicht mehr stimmig waren, hinter dir zu lassen. Ja, dann frage ich ja, wie entwickelt sich die Energie weiter? Und da fallen jetzt zwei sehr interessante Karten.
Wir haben als erstes die drei Schwerter aus dem Rider-Waite und das ist eine Karte, die steht für Kummer, für Schmerz und auch für schmerzhafte Erkenntnisse. Ja, also immer dann, wenn uns das Leben sozusagen eine Situation präsentiert, aus der wir eine schmerzliche Erkenntnis gewinnen, dann ist es zwar zunächst mal natürlich nicht schön, weil es uns wehtut, aber es bringt uns auch weiter. Das dürfen wir nicht vergessen bei der Karte. Ja, denn oftmals wird sie immer nur negativ interpretiert. Ja, Kummer, Liebeskummer, Herzschmerz. Da tut schon was weh, aber es bringt dir auch letztendlich die Erkenntnis, wie wichtig es für dich ist, etwas zu ändern oder vielleicht etwas genauer anzuschauen. Und eine sehr interessante Klärungskarte wollte dazu fallen, nämlich die Königin der Schwerter. Und zu dieser Karte habe ich jetzt zwei Deutungsimpulse und ich kann dir eigentlich gar nicht sagen, welcher zuerst da war. Die waren eigentlich nahezu gleichzeitig da. Entweder es gibt eine Frau in deinem Leben, in deinem Umfeld, könnte sich eventuell um ein Luftzeichen handeln, ja, die etwas tut, was dir diesen Schmerz bereitet. Oder aber auch die schmerzhafte Erkenntnis. Ja, also ich möchte es gar nicht auf romantische Liebesbeziehungen beschränken. Es könnte sein, dass es eine Freundin ist, ein Familienmitglied, eine Arbeitskollegin, ja, die irgendetwas tut, ja, was dir ganz deutlich macht, oh, diese Situation muss ich verlassen, dieser Situation muss ich den Rücken zukehren, auch wenn ich da vielleicht was hinter mir lassen muss, aber so, wie ich hier vielleicht behandelt werde, wie man mit mir umgeht und, das möchte ich nicht mehr. Das wäre eine Deutungsmöglichkeit, ja. Auf die Liebe bezogen könntest du natürlich von einer Schwertkönigin enttäuscht sein oder eine Schwertkönigin, ja, also es muss nicht unbedingt ein Luftzeichen sein. Es ist scheinbar eine Frau, ich nehme es tatsächlich als weibliche Energie wahr, die, ich möchte fast sagen, so ein bisschen feindselig auf dich zukommt, die dir vielleicht eins auswischen will, die vielleicht hinter deinem Rücken Intrigen schmiedet, die vielleicht versucht, etwas über dich aufzudecken. Das könnte auch sein, spioniert. All das nehme ich wahr mit dieser Person, ja? Die zweite Interpretationsmöglichkeit, die ich dir gerne auch an die Hand geben würde, ist, dass das deine Energie ist, ja? Dass du in die Energie der Schwertkönigin findest und eine Situation, die dir vielleicht schon lange deinen inneren Frieden raubt, so nehme ich es wahr, in der du dir bislang etwas vorgemacht hast, ja, vielleicht eine Lüge gelebt hast, beendest. Und das tut auch dann erstmal weh. Und man gewinnt natürlich auch die schmerzliche Erkenntnis, dass diese Situation ein Ende finden muss oder darf, ja, weil sie eben nicht echt ist, weil du hier nicht authentisch sein kannst. Ja, also das wäre auch möglich, dass du in diese Energie kommst, das passt jetzt auch gut zu dem Ast der Schwerter, wirklich dein Schwert erhebst und dich aus einer Situation befreist, in der du dich gefangen fühltest. Und vielleicht bist du da auch lange Zeit verharrt, ja, und hast lange Zeit an diese Illusion geglaubt, dass hier noch was zu verändern wäre, dass sich vielleicht eine Beziehung verbessert oder ein Verhältnis am Arbeitsplatz oder. Und du hast aber jetzt diese Erkenntnis gewonnen, ja, dass du hier tatsächlich einen Cut machen musst und dich auf einen neuen Weg begeben darfst, ja, denn diese Karten liegen hier alle in einer Reihe, ja, was ja sehr, sehr stimmig ist zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn das für dich hier zählt. Eigentlich nehme ich ein bisschen wahr, wenn du als Mann schaust, sehe ich eher die erste Deutungsmöglichkeit, dass es hier eine Schwertkönigin gibt, die dir momentan das Leben schwer macht, so möchte ich es mal ausdrücken. Und wenn du als Frau schaust, nehme ich es fast ein bisschen mehr wahr, dass du in die Energie findest, um hier dich aus einer Situation zu lösen, die deinem Seelenfrieden abträglich war. Allerdings zeigt die Karte auf der nächsten Position,
dass dich das schon enttäuscht, was hier passiert. Es fallen die 5 Kelche. Ich frage ja dann schon, wie entwickelt sich die Energie in Richtung Jahresende, dann natürlich auch schon im Hinblick auf Januar, auf den neuen Jahresbeginn. Und die 5 Kelche ist natürlich jetzt keine Karte, die man hier unbedingt für Silvester braucht, ja. Denn das ist eine Karte, die mir ja sehr deutlich zeigt, dass du hier etwas, ich möchte fast sagen, entweder verloren hast, dass du dich enttäuscht fühlst von jemandem. Also Enttäuschung nehme ich ganz deutlich wahr. Auch, ihr müsst immer auch die Lage im Kartenblatt betrachten, ja. Du hast die 5 Kelche direkt unter den 3 Schwertern und das zeigt natürlich deutlich, dass du hier, was immer auch geschieht, ja, dir etwas anderes erhofft hast. Allerdings, ich weise bei der Karte ja immer darauf hin, der Mann ist jetzt zwar sehr fixiert auf diese 3 Kelche, die umgefallen sind vor ihm, ja, das ist das, was du verlierst oder was du an Enttäuschung verarbeiten musst. Aber schau mal, in seinem Rücken stehen noch 2 aufrechte Kelche, ja, und sobald er diese Trauer verarbeitet hat, ja, und hier vielleicht wirklich sich dazu entschlossen hat, wie es uns die Gesamtenergie ja zeigt, eine klare Entscheidung für einen neuen Weg zu treffen, wird er sich umdrehen und diese 2 Kelche sehen. Und das wiederholt sich nachher nochmal sehr schön in weiteren Karten, die fallen wollten. Ich habe aber auch hier eine Klärungskarte gebeten. Ich habe gefragt, über was könntest du enttäuscht sein? Und da fällt der Mond. Ja, der Mond steht ja auch für Geheimnisse und für alles, was im Verborgenen liegt. Und interessanterweise nehme ich hierzu wieder wahr, dass du eventuell etwas erfahren könntest, was du bislang nicht gewusst hast. Oder jemand deckt etwas über dich auf, was dann zu einem, ja, ich möchte fast sagen, kompletten Umbruch oder Abbruch einer Situation führt. Dazu komme ich gleich noch. Aber es ist, ich nehme fast wahr, jemand ist dir nicht wohlgesonnen, ja. Und das ist für mich immer wieder diese Schwertkönigin. Also wirklich, wenn es bei dir im Umfeld ein Luftzeichen gibt, ja, und wir hatten es ja oftmals jetzt in den vergangenen Monaten, Erde und Luft in einer konfliktreichen Energie. Dann, wenn du die 4 Karten im Quadrat hier anschaust, die Schwertkönigin, die 3 Schwerter, den Mond und die 5 Kelche, könnte diese Person etwas tun? Ja, ich habe fast das Gefühl, etwas tun, was dir schadet. Dadurch könnte etwas geschehen, was dich sehr, sehr traurig macht oder sehr, sehr enttäuscht. Ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, meine Lieben. Es tut mir im Herzen weh, dass ich euch jetzt hier gerade für diese Weihnachts- oder Jahresendezeit solche Energie übermittle. Aber bitte bedenkt, das sind allgemeine Readings. Ja, das muss um Gottes Willen ja nicht für jeden stimmig sein. Ich frage immer meine Mannschaft, welche Botschaft soll ins Kollektiv, welche Botschaft wird in den kommenden 2, 3 Wochen, ja, so genau kann man es ja nicht eingrenzen, von Menschen benötigt, ja, welche Botschaft ist hilfreich, die eventuell in so eine Situation geraten. Das bedeutet also nicht, dass du in so eine Situation gerätst. Aber falls du in so eine Situation gerätst, soll dir dieses Reading helfen. Vielleicht magst du es dir dann auch nochmal anschauen, wieder rauszufinden. So kann ich euch vielleicht jetzt ein bisschen die Angst nehmen. Nicht, dass ihr denkt, oh, die Uli legt da was und macht hier Angst für Weihnachten und Silvester. Nein, aber ich wäre nicht ich und ich wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt hier was anderes erzählen würde, was hier liegt. Ja, es gibt bei mir auf meinem Kanal keine Schönfärberei oder ich kleide keine Botschaften in Zuckerguss, ja, nur damit ihr alle immer sagt, ja toll, uns erwarten nur die schönsten Dinge. Ihr wisst, ich habe auch positive Legungen, da bin ich selber geflasht, wie toll die Karten liegen. Aber wenn so etwas liegt, weiß ich, es macht Sinn, weil es zu jemandem kommt, der es braucht. Das möchte ich euch nur noch mal mitgeben, dass ihr wisst, dass es mir nicht leicht fällt, so ein Reading jetzt zu verkünden, ja? Was kommt im Außen auf dich zu? Und da haben wir diesen Teufel.
Es gibt einen Menschen, der meint es nicht gut mit dir. Und bei vielen ist es hier die Schwertkönigin. Die bringt, ich muss euch gleich die Klärungskarte zeigen, so leid es mir tut, da fällt der Turm. Die bringt etwas aufs Tablett, was einen kompletten Abbruch oder Umbruch einer Situation bewirkt. Ich kann es nicht anders deuten, das liegt im Außen. Was kommt von außen? Da kommt der Teufel mit dem Turm. Irgendjemand hat einen Plan, der sich gegen dich richtet. Schmiedet Pläne, um dir Steine in den Weg zu legen. Ja? Der Teufel im Tarot steht auch für Abhängigkeiten. Es könnte sein, dass du dich noch in einer bestimmten Abhängigkeit befindest, die aber dann durch ein bestimmtes Ereignis gesprengt werden könnte. Beim Turm, da fallen die Leute regelrecht aus dem Turm, ja, sprichwörtlich. Also der Turm im Tarot zusammen mit dem Teufel, das ist wirklich eine gewaltige Energie, die da liegt. Vielleicht bringt auch bei einigen, ja, diese Weihnachtszeit, speziell jetzt die Weihnachtsfeiertage, etwas, was schon lange brodelt, zur Explosion. Ja, gerade in so Beziehungen, die aufrechterhalten werden, wegen dem schönen Schein nach außen, ja, aufgrund von familiären Verpflichtungen, von Kindern, von finanziellen Verstrickungen. Da ist es ja oftmals sehr schwer, dann Weihnachten wirklich die heile Welt vorzuspielen, unter Baum zu sitzen und so zu tun, als wäre man am richtigen Ort, ja, erfüllt und glücklich. Und dafür könnte das natürlich auch stehen, ja, dass hier wirklich an Weihnachten etwas in die Luft fliegt. Und es tut erstmal weh, das bringt schmerzhafte Erkenntnisse, aber letzten Endes, dürfen nicht vergessen, wir haben ja diese beiden Karten hier an der Unterseite des Decks, die für Unentschlossenheit stehen. Vielleicht bringt es dann einfach diese Klarheit, nämlich das Ass der Schwerter, die gebraucht wird, um hier aus dieser Energie wieder rauszufinden. Denn in deinen Hoffnungen, das finde ich sehr, sehr schön, liegt der Page der Münzen. Und er ist ja ein Stellvertreter für glückliche Fügungen, ja, und vor allem natürlich auch bestärkt er dein Selbstwertgefühl. Das heißt, du hast die Hoffnung, ja, hier aus dieser Situation, was immer auch passiert, gestärkt hervorzugehen und dir vielleicht auch deinen Wert mal anzuschauen und zu sagen, ich bin es mir wert, mich jetzt auf einen neuen Weg zu machen. Denn diese schmerzliche Erkenntnis, ja, die du hier gewinnst, die letztendlich jetzt erstmal diese etwas, ja, ich sag schwere Energie hier reinbringt, die hebt der Page der Münzen ja fast auf. Er liegt in deinen Hoffnungen. Deswegen habe ich dann mal noch eine Klärungskarte erbeten und da liegt der Herrscher. Natürlich jetzt sehr passend, wenn du als Mann schaust, ja, du hoffst, in deine Kraft zu gelangen, in deine Klarheit, in deine Authentizität. Wundervoll stimme ich hier zum Ass der Schwerter. Wenn du als Frau schaust, passt auch sehr gut, nämlich zur Königin der Schwerter. Da sagt mir die Legung, dass du hoffst, bisschen mehr in deine männliche Energie zu gelangen, um wirklich jetzt klare Entscheidungen für dich zu treffen. Ja? Denn der Herrscher, das ist schon einer, der hat die Kontrolle über sein Leben. Und hier könnte sich etwas ereignen. Du hast vielleicht im Moment das Gefühl, du verlierst die Kontrolle, aber du hoffst sehr, dass du sie zurückeroberst, die Kontrolle. Also das nehme ich ganz stark wahr. Also in deinen Hoffnungen bist du stark, du gibst hier nicht auf. Ja, hab keine Angst davor, das zeigt dir auch die Gesamtenergie. Die drei Stäbe, das ist ja auch eine Hoffnungskarte. Du weißt genau, ja, um nochmal hier an die zwei Kelche im Hintergrund des Mannes zu erinnern, du weißt genau, dass es weitergeht für dich und dass dich auch wieder schöne Dinge erwarten, dass du wieder glücklich sein wirst. Und du hoffst jetzt einfach aus dieser Situation dann auch heil wieder rauszukommen, deinen Selbstwert zu stärken und zu sagen, ganz gleich, was hier passiert. Ja, ich entscheide mich für mich und mein Glück. Und natürlich jetzt sehr, sehr passend die 10 Schwerter hier nochmal gefragt nach der Energie in Richtung neues Jahr. Wir haben hier immer die Spiegelposition, ja, mit dem Mond und den 5 Kelchen. Es darf sich ein Zyklus für dich schließen. Was immer das für dich ist, was du jetzt zurücklassen musst, es war göttlich
aus göttlicher Sicht für dich so vorgesehen. Die Zehnerkarten im Tarot sind die Vollendung. Ich habe da nochmal gefragt, was vollendest du? Ja, und da wollte eigentlich dann nicht der Hinweis fallen, was vollendest du, sondern eine Mutmachkarte, nämlich das Ass der Stäbe. Und damit sagt mir meine Mannschaft ganz deutlich, du darfst dich darauf verlassen, nach diesem Ende steht dir ein wundervoller Neubeginn in deinem Leben bevor. Eigentlich das, was du schon wusstest hier, wird auch passieren, aber der Weg dahin könnte ein bisschen holprig werden jetzt noch im Dezember. Es könnten noch so ein bisschen Prüfungen auf dich zukommen, nochmal Schmerz angetriggert werden oder wirklich etwas passieren von außen, eingefädelt durch eine andere Person, was dir die Augen öffnet, ja, dass du dich tatsächlich auf einen komplett neuen Weg begeben solltest. Und das Schöne am Ast der Stäbe ist ja auch immer, dass dieser Neubeginn für dich mit einer Weiterentwicklung auf Seelenebene verbunden ist. Ja, und die geistige Welt bringt auch zwei wunderschöne Karten, die möchte ich euch eigentlich gleich im Zusammenhang zeigen. Und zwar, wir haben hier das Gericht und die 10 Münzen. Und damit sagt die geistige Welt, das was ich eigentlich gerade nochmal schon ausgesprochen habe, entscheide dich für dein Glück. Entscheide dich für dich selbst. Die 10 Münzen sind die Erfüllung. Ja, da hast du ein Leben in Fülle, in allen Bereichen deines Lebens. Und mit dem Gericht fällt die Auferstehungskarte im Tarot. Das heißt, die geistige Welt macht dir hier Mut zu sagen, wenn es dir jetzt gelingt, und es passt natürlich auch sehr schön jetzt zum Jahresabschluss, wirklich einen Zyklus für dich zu Ende zu bringen, der dir nicht gut getan hat, indem du vielleicht einer Illusion erliegen bist, indem du eine Lüge gelebt hast, ja, dann erwartet dich für das Jahr 2020 ein toller Neubeginn. Ja, wie Phönix aus der Asche wirst du auferstehen. Ich gebe zu, hier liegen Karten, die so ein bisschen, hier 7 Schwerter, 3 Schwerter, 5 Kelche, ja, hier Teufel und Turm. Ich gebe zu, die sind so ein bisschen beängstigend, ja, wirst dich vielleicht fragen, was kommt da auf mich zu. Aber der Rat der geistigen Welt, ja, ist wundervoll. Denn die sagt, wenn du da durch bist, wenn du das hinter dich gebracht hast, dann geht es für dich nur noch bergauf. Und das ist natürlich ein wundervoller Ausblick für das Jahr 2020. Ja, meine Lieben, ich weiß, das ist harter Tobak. Ich weiß, dass einige von euch jetzt vielleicht ein bisschen mulmig in Richtung 2. Dezemberhälfte schauen. Aber bitte denkt nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Readings kommen zu dir. Wenn du so etwas erleben solltest, möchten sie dir Kraft schenken, vor allem mit diesen wundervollen Karten hier, ja, Rat der geistigen Welt. Du wirst eine Entscheidung für dich selbst treffen, für dein eigenes Wohl und du wirst dich auf einen neuen Weg begeben. Gleichzeitig gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen, ja, wenn du wirklich darauf vertraust, dass das, was hier passiert, auch für deine Entwicklung auf Seelenebene richtig und wichtig ist. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt schon mal, wer mich nicht mehr hört, bis dahin eine trotz allem wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt euch, genießt das Leben, ja, lasst es euch gut gehen und kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise wir hören uns natürlich vorher noch, ja, es gibt ja noch die anderen Videos dann für Januar, noch vor dem Jahreswechsel und deshalb bleibe ich jetzt erstmal nur ja, mit meinen Wünschen für Weihnachten bei euch. Ich freue mich, wenn du das Video kommentierst und natürlich danke ich dir von Herzen für jede Unterstützung meines YouTube-Kanals hier. Alle Infos dazu findest du in der Box unter dem Video. Ja, dann sage ich Tschüss, bis bald, eure Uli.